Howdy folks und willkommen zurück zu Coral Island. Version 1.0. Hallo Soraya, einen schönen guten Morgen Rucola. Du hast hier einen tollen Platz und jeden Tag mit diesem Anblick aufzuwachen. Muss ein tolles Gefühl sein. Ich habe von Lin gehört. Ah, es fühlt sich seltsam an, sie Doktor den Yang Ling zu nennen. Ja, sie hat darauf bestanden, wie dem auch sei. Sie meinte, du wärst zum Tauchen gegangen. Wie war's? Kann ich Kibbel heimbringen? Ich möchte ja sagen, aber Kibbel ist nicht von mir. Also. Allerdings, wenn du tauchst, kannst du Seetang sehen. Sie sehen aus wie große tanzende Würmer auf dem Meeresboden. Das ist Seetang, nützliches Zeug. Es gibt viele Arten von Seetang. Jede hat ihre eigenen Eigenschaften und Vorteile. Der Bronze-Seetang, den du jetzt wahrscheinlich kennst, sieht eher bräunlich aus. Das Labor kann sie verwenden, um dein Saatgut und Futter zu verbessern. Dadurch wird die Qualität deiner Ernte und deiner tierischen Produkte erhöht. Höhere Qualität bedeutet auch höheren Preis. Du musst jedoch die Essenz des Seetangs extrahieren, bevor du sie ins Labor bringst. Und ein Extraktor kann die Essenz des Seetangs extrahieren. Hier ist der Bauplan für seine Herstellung. Nice. Um eine Essenz herzustellen, musst du 10 Seetang und ein Glas in den Extraktor stellen. Bring 10x Seetang-Essenz zum Labor und du kannst aussuchen, welche Erzeugnisse aufgewertet werden sollen. Wie hört sich das an? Viel Glück! Extraktor, Handwerksrezept. Wir versammeln uns morgen am See, um den Frühlingsanfang zu feiern. Zum Fest bringt jeder ein eigenes Essen und bereitet es im Freien zu. Also trag etwas Leckeres bei. Mensch, so. Thank you.
Quatsch, oder? Das ist doch nicht möglich. Ein Schwein. Ich helfe dir, danke, mein Schwein. Willkommen hier. Du bist. Was bist du? Nu. Ich helfe dir, sein Riese. Lange habe ich gewartet auf dich. Komm hier lang, schau da. Sehen, du hast diese Schriften aber verstanden, du hast nicht. Mag der Schreine du nicht verstehen, aber verstehen du musst. Schlüssel, sie sind für Elfengöttin. Elfengöttin, dann Krankheit weg. Zeit jetzt für Zeremonie. Schnell. Schnell wir sein müssen. Nur kleiner Schmerz, aber deine Augen öffnen wir. Countdown in 5, 4, 3, 2, jetzt. 2 und 1. Du? Zu schnell gemacht. Erwart, du bist bereit für Kraft von Nacken. Gum gum. Du hast mir gerade eine geknallt. Gum gum. Ich dich geschlagen. Gum. Bereit, du bist für Treffen mit Göttin. Im Seetempel da hier zu Hause. Sei still, ich jetzt ausruhen. Ruhen müssen nach Zeremonie. Ich wieder mit dir sprechen, Menschlein, nicht jetzt später. Tschüss. Drittes Auge. Du hast das dritte Auge freigeschaltet. Du kannst jetzt die Sprache der Alten lesen und verstehen.
Viel zu tun, viel zu tun. Es muss noch so viel aufgebaut werden für das Cash-Spiel. Gut, dass mir die Jungs von der Taverne morgen helfen werden. Bin wie ein gut vorbereiteter Outfit. Ich habe mich hier schon früh gegen die Grippe impfen lassen. Also sollte ich gewappnet sein für was auch immer. Ich muss heute Abend meine Schuhe putzen, ich kann doch nicht mit so glanzlosen Schuhen als das Tanzparkett erobern. Da gibt es nicht Sonnencreme aufzutragen. Das Kirschblütenfest lassen ja in der von einer Chance auf leckeres Essen und ein bisschen Spaß besteht, bin ich dabei. Ah ja, die Kirschblütenfest findet diese Woche statt. Stimmt, eine kuriose doch im Zirkel. Ich hoffe sehr, dass die Speisen, die serviert werden, den Anforderungen entsprechen. Göttin. Rucola? Endlich, aber ich habe nur wenig Zeit. Die Altäre, die sind der Schlüssel. Die erneuern meine Kraft und heilen das Land. Beginne mit einer Opfergabe an diesem Altar. Im Gegenzug erhältst du meinen Segen und darfst die Schreine durchqueren. Ich helfe dir bei deiner Reise. Tempelopfer. Du hast es geschafft. Trink das, um meinen Segen zu erhalten. Jetzt kannst du meine Schreine benutzen und frei zwischen ihnen reisen.
Best Travel. Göttliche Segen, schaut bei keinem Flight-Report schreien zu verändern. Recycle-Maschine. Ja, wir haben nicht geschmeckt. Ach meine Güte, morgen findet das Kids-Spielen-Fest statt. Ja. Wenn man sich beim Fest unter einem Baum mit Kids-Spielen etwas wünscht, kann man vernimmt, was ein Märchenfee unterfüttert werden muss. Eine Suppe möchte morgen beim Fest etwas Lustiges ausprobieren, aber ich bin ein bisschen erfüllt. Meinst du, du könntest dir mit hier mit mir zusammen etwas Sicheres und Lustiges ausdenken. Morgen ist meine Aufgabe, Raphael höchstpersönlich vor den Menschenmassen abzuschirmen. Er ist ein bisschen scheu mit so vielen Leuten, verstehst du? Danke, Rufa, das wäre nicht nötig gewesen.
Thank you.
Eisenuhr und schon ausgetauert. Wetter.